Liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Hausgottesdienst an diesem 28. Juni. Gerade eben habt ihr ein paar Szenen aus unserem Gemeindebeirat gesehen, der sich am vergangenen Donnerstag hier im Hof des Wasserschlosses getroffen hat. Der Gemeindebeirat besteht aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern unserer Gemeinde. Aus Menschen, die die Verantwortung haben, dass das Leben in unserer Gemeinde weitergehen kann. Gemeinsam haben wir hier nach Wegen und Möglichkeiten gesucht, wie wir unser Gemeindeleben in diesen schwierigen Zeiten so gestalten können, dass sich jeder bei unseren Angeboten gut und sicher fühlt. Dieses gemeinsame Suchen und Ringen passt gut zu dem Wochenspruch für die kommende Woche. Im Lukas-Evangelium Kapitel 19 sagt Jesus: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. In diesem Sinne wollen wir uns von Jesus finden lassen und uns von ihm mitnehmen lassen auf den Weg, den er mit uns zukünftig gehen will. Wir laden euch ganz herzlich ein, euren Platz in der Gemeinde wieder einzunehmen, sei es bei den Gruppen und Kreisen oder beim Gottesdienst. Und wenn es irgendein Angebot in unserer Gemeinde gibt, was euch fehlt, dann werdet doch selbst aktiv und gründet ein solches Angebot, um euch und anderen Menschen damit weiterzuhelfen. In diesem Sinne wünsche ich uns viele gute Begegnungen in der nächsten Zeit und dass wir uns so auf einen guten weiteren Weg miteinander begeben können. Gott schenke uns dafür seinen Segen.